Herzlich willkommen bei Müllers Grillmeister. Ich bin der Michael und wir zeigen euch heute, wie man ein Stück Roastbeef am Grill zubereitet. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Wir haben einmal unser Stück Roastbeef, das ist so ein gutes Kilogramm. Dann haben wir einen frischen Zweig Rosmarin, getrockneten Thymian, weißen Pfeffer, grobes Meersalz, Oregano und Majoran und bisschen Knoblauch und Olivenöl. So, aus diesen Zutaten bereiten wir jetzt unsere Marinade vor. Ich habe hier schon mal Knoblauch reingemacht. Dann machen wir einen Teelöffel von den Gewürzen jeweils. Und einen halben Teelöffel von dem Pfeffer. So, die Rosmarinnadeln, die zupfen wir uns da schön rein. Das Meersalz war ein bisschen gröber, dass die Rosmarinnadeln einfach noch ein bisschen zerkleinert werden. Stoßen wir das jetzt noch ein bisschen. Dadurch, dass das Rosmarin noch ein bisschen gequetscht wird, kommen da die Aromen auch besser raus. Dann machen wir unser Olivenöl dazu. Das sollen so 5 Esslöffel sein. Rühren das nochmal schön rum. Und schon haben wir unsere Marinade fürs Roastbeef. So, als nächstes reiben wir unser Roastbeef mit der angefertigten Marinade ein. Nachdem wir es dann einmariniert haben, wickeln wir es fest in Frischhaltefolie ein, stellen es aber in diesem Fall nicht in den Kühlschrank, weil wir es nur 30 bis 60 Minuten marinieren lassen und das für das Grillen besser ist, wenn das Fleisch auf Zimmertemperatur temperiert ist. Wir haben unser Roastbeef jetzt 30 bis 60 Minuten, wenn das länger zieht, ist natürlich auch kein Problem, einmarinieren lassen und jetzt grillen wir es an. Grillrost hat jetzt so 200, 230 Grad, er ist richtig schön heiß und legen wir los. So, wir haben es jetzt knapp 2 Minuten drauf gehabt. Drehen es einmal rum. Und lassen es auch von der anderen Seite jetzt nochmal 2 Minuten. So, wir haben es jetzt jeweils von beiden Seiten ca. 2 Minuten anstellen lassen. Einfach mal gucken, je nach Temperatur, dass man schöne Grillstreifen bekommt. Und wir legen es jetzt bei uns hier hinten in den indirekten Bereich. Um ein perfektes Garergebnis zu erzielen, wir wollen so Roastbeef auf so 52, 53 Grad Kerntemperatur grillen. Arbeiten wir jetzt mit einem Kernthermometer und da stecken wir einfach mitten in das Roastbeef rein. Mal gucken, dass man möglichst an der dicksten Stelle das Thermometer reinmacht. Und jetzt machen wir unseren Grill zu. Also je nachdem, welche Gartemperatur man bei dem Stück Fleisch haben möchte, sind es dann so 48 bis 52 Grad ist rare, 52 bis 55 Grad ist es medium rare oder 55 bis 59 Grad ist es medium. Und dabei sollte man berücksichtigen, dass wir dann nicht bis zur endgültigen Gartemperatur am Grill lassen,
sondern wir nehmen es so 2-3 Grad vorher runter, lassen das Stück Fleisch dann noch ein bisschen ruhen. In der Ruhephase verteilt sich der Fleischsaft und das Stück Fleisch zieht dann in der Ruhephase auch nochmal 2-3 Grad nach. Wir hatten das Roastbeef jetzt gut 70 Minuten bei 110, 120 Grad da drauf. Jetzt nehmen wir das runter und schlagen es zum Ruhen noch in Alufolie ein. Wir haben das Roastbeef jetzt noch 10 Minuten ziehen lassen. Ich bin mal gespannt, jetzt packen wir das mal auf. Also riechen tut schon mal extrem gut. So, dann schneiden wir es mal an, bin ich mal auf unser Ergebnis gespannt. Ja, ist genau perfekt. Zart rosa. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wünschen euch viel Freude beim Nachkochen. Herzlich willkommen bei Müllers Grillmeisters. Okay, nochmal, bitte. Ich habe da gestockt. Marcel, was ist das? Das Roastbeef ist jetzt mit der Marinade eingepinselt. Warte. Nochmal neu, bitte. Nochmal neu. Ja. Hoffentlich hört man das Krispeln nicht.